So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fastest Frontier hier auf meinem schweren Spielstand. Endlich geht es weiter. Ich habe jetzt eine Weile nicht gespielt, ich habe jetzt aber schon mal ein bisschen geguckt und zwar heute eskaliere ich komplett und zwar will ich jetzt komplett die Häuser schon mal setzen heute in der Folge, dass der Marktplatz auch komplett eingedeckt ist mit Häuser und dann mal gucken, wie viel brauchen wir. 300 Bewohner brauchen wir und ich hoffe, ich will eigentlich so viele Häuser setzen können, dass dann die 300 auch erreicht werden. Und natürlich parallel muss ich dann natürlich die Nahrungsvorräte, obwohl die ziemlich gut aussehen, werde ich parallel auch weiter ausbauen. Und zwar haben ja die Kühe hier schon ordentlich die Fruchtbarkeit erhöht. Und hier sieht man, hier ist schon 92, das reicht mir eigentlich, den Rest mache ich mit Dünger hoch. Deswegen werden die Tiere umgesetzt. Hier kommen die hin und dann haben wir ja noch eine Herde, die würde ich dann daneben setzen. Mit der Option, da vielleicht auch später Felder hinzusetzen. Dann will ich den kompletten Bewohner, also Häuserkreis, mit wenigstens Holzpalisaden schon mal einzäunen. Und ja, ich glaube, das war's. Ja, also das alles jetzt in der Folge. Mal gucken. Hier ist auf jeden Fall auch schon mal Dünger da. Aber ich glaube, ich weiß schon, welche. Die 70 und hier 71. Okay, dann bekommst du den Dünger wieder. Eigentlich bekommt ständig dieses Feld den Dünger, aber egal. Genau, dann werden wir wahrscheinlich auch mit Brot anfangen, weil wenn ich da die Felder habe, dann kann ich Weizen anbauen und dann auch Brot herstellen. Aber zu guter Erst waren ja einige gute Hinweise in den Kommentaren. Hier den Bogen, da habe ich ja gerade aktuell noch aus. Den werde ich mal verbessern, um dann Armbrüste herzustellen. Weil ich glaube, Bögen haben wir immer noch 40 und Pfeile kann ich dann glaube ich auch anschmeißen. Da gehen die auch langsam runter jetzt mittlerweile. Okay. Und da war auch noch ein guter Hinweis, dass man das Gebäude auch außerhalb hinstellen kann. Um dann hier noch mehr Bäume hinzustellen. Das will ich auch mal ausprobieren gleich. Werde das mal verschieben. Mal gucken, irgendwie sinnvoll hinstellen am besten. Ich glaube, ich stelle das einfach hier hin. Oh, das stört's nicht. Genau, und dann kann ich nämlich hier noch Bäume hinstellen. Das ist ein ganz guter Tipp. So, das könnte ich schon mal machen. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Jäger, aber ich glaube, den reiße ich mal weg. Ein bisschen aufräumen hier. Genau, Bogen, da wird ausgebaut. Was hat der für ein Problem hier? Schmiede habe ich aus, weil ich genug habe, war. 11 davon, 9 davon, 9 davon. Okay, hier müssen wir mal aufpassen. Die können jetzt relativ schnell zurückgehen. Müssen wir mal ein Auge behalten. So, okay. Dann war noch ein Kommentar. Die Kaserne kann ich vorher machen. Ich habe genug Gold. Das stimmt, aber ich glaube, personaltechnisch sieht es da nicht so gut aus. Ich glaube, die brauche ich gleich für die Felder, die ich anlegen werde. Ich glaube, da warte ich noch ein bisschen, bis ich mehr Leute habe. Dann werde ich die auf jeden Fall vollknallen hier mit Leute. Und mal gucken, ob die auch dann... Eigentlich passt die hier ganz gut hin. Vor den... Ich glaube, die lasse ich hier. Wenn, mache ich vielleicht mal noch eine zweite irgendwo anders hin, dann hier außerhalb. Weil das Gebäude ja auch schießen kann. So, ah, hier ist nochmal Dünger ready. Cool. Gut, dann kriegst du auch noch Dünger. So. Okay, ich mache mal hier normale Geschwindigkeit. Hatte jetzt hier den Anfang nur halbe Geschwindigkeit an. Hier wird der Bogen ausgebaut. Die sind auch alle ausgebaut. Ressourcentechnisch. Holz sieht gut aus. Brennholz sieht gut aus. Steine nicht so gut. Da war auch das mit den Arbeitercamps, stand in den Kommentaren. Hatte ich auch schon mitgearbeitet, aber fand ich jetzt nicht so gut. Weil ich da auch immer aufpassen musste, dass der Arbeitskreis dann noch Ressourcen drin waren. Ich würde das lieber hier manuell steuern. Und Steine sind hier drin, die werden sie ja dann nach und nach abbauen. Holz ist bei 480. Ah, ich glaube, ich habe ja noch was eingelagert hier in der Handelskammer, oder?
im Handelszentrum. Ja, hier sind noch 500 Holz drin. Okay, also da haben wir noch eine Reserve. Okay, ich glaube, ich fange an mit den Ausbauen hier in die Richtung, wenn die hier fertig sind. 100, wie viel haben wir denn hier noch an Ressourcen? 22, okay, wir sind gleich fertig. Von den Rattenfängern kann man auch den Arbeitskreis einstellen, habe ich gelesen. Genau, okay, dann könnte ich hier theoretisch noch was anderes reinstellen. Aber mal gucken, im Moment passt er hier eigentlich ganz gut hin noch. Kann man vielleicht dann später hier noch einen One-Speicher einstellen. Mal gucken. So, kommen hier neue Bewohner? Ja. Haben wir Platz? Naja, kommt mal her. Jetzt müssen wir schon mal ein Haus bauen. So, hier kommt dann die zweite Weide hin, die von hier runter geht. Da habe ich dann hier auch ein Tor eingesetzt gerade. Jetzt kommt hier noch ein Weg. Ein bisschen weiterziehen. So. So, jetzt haben sie hier das Haus weggenommen. Jetzt kann die Straße natürlich auch weg. So, und jetzt muss ich den Arbeitskreis noch ändern. Okay, drei Bäume mehr. Aber der ist auch nicht drin. Kann das sein, dass der einen größeren Arbeitskreis irgendwie hat, wenn der hier neben ist? Weil ich glaube, jetzt sind die 1, 2, 3, 4, 5 Bäume, 6 Bäume nicht mehr drin, die vorher drin waren. So, hier kann ich jetzt noch welche hinsetzen. Okay, also nochmal 4 mehr auf jeden Fall. Hier oben ist auch noch ein bisschen. Und da auch. Okay, 3 mehr. 5 mehr. Okay. Ja, gut, das Dorf hat mehr Bäume jetzt. So, nicht genug Futter eingelagert. Na super. Und ein Raubtier rennt hier auch schon wieder rum. Aber hier haben wir ja einen Turm. Das sollte der schaffen. Ist der Bogen da denn jetzt fertig? Ja. Okay, dann kommen hier auch Leute rein. Und wir machen Bögen auf jeden Fall aus und nur Armbrüste und Beile an. Okay, dann geht es auch schon mal in die Herstellung. Und wir haben Herbst. Das heißt, Bauern raus. So, die Mine ist auch aus, die Maus. Kommt die weg. So, haben wir denn jetzt noch irgendwo Eisenerz am Abbauen? Ansonsten brauche ich ja eine neue Mine. Glaube nicht. Ja, würde ich sagen, nehmen wir jetzt die hier. Alles immer nur so kleine Vorkommen, aber naja, besser wie nix. Okay, neue Eisenmine wird gebaut. Was ist hier? Achso, ist der Baumpfleger. So, hier will ich zwei reinsetzen, die schon mal hier mit die Werkzeuge wieder anfangen zu bauen. Weil da mal nur noch drei. So, ich habe jetzt gerade die Eisenmine nochmal abgebrochen. Ich werde die hier hinsetzen. Weil wenn das die Stadt war weiter wird, dann in die Richtung und dann muss hier natürlich das Eisenfeuer weg. Und deswegen, ja, baue ich das da erstmal ab. So, Arbeiter sind wir drin, neues Jahr. Boah, 6 Nutztiere sind geboren. Hier ist 10 größer, eine Stadt erreicht, danke ich auch 10. Was haben wir hier? 12 von 12. 12 von 12. Im letzten Jahr wurde hier schon schön produziert. Cool. Wie viel Milch haben wir denn überhaupt? 2000 Käse. Krass. Haha. Geil. Okay, das läuft, würde ich sagen.
So, ja, ich habe ja gesagt, wenn die Eisenmine hier weg ist, dann geht es mit dem Ausbau los. Und das werden wir jetzt auch mal angehen. Erstmal werde ich aber das Feld in Auftrag geben. Oder beziehungsweise die Felder. Die Kühe werde ich jetzt mal umsetzen. Die sind da eigentlich. Die werden wir mal jetzt hier rüber switchen. Ah ja, ich habe ein bisschen zu klein gemacht, na egal. So, geht mal dahin. So, und die sind da. Die gehen mal hier rüber. Und hier kommen jetzt Felder hin. So, mal gucken, irgendwie ungefähr gleich groß machen. Einmal und zweimal. So, zwei neue Felder. Wo gehen die? Ah, hier ist der Zaun kaputt. Danke, Kühe, dass ihr mir das gezeigt habt. Auf euren Weg. Aber was das Gute ist natürlich, wenn hier wenig Wild ist, ne? Dass hier keine Wildzerstörung ist hier von den Feldern. So, ich glaube, sie verkauft doch Waffen oder Rüstungen. Ja, Rüstungen verkauft die. Ich würde da mal welche kaufen. Sechs Stück. Okay. Bringt Schilder eigentlich auch was? Na, ich kauf mal. Auch sechs Stück. So, will die irgendwas von mir haben? Solls kriegt sie nicht. Tonwaren kann sie haben. Und das war's. So, jetzt werden bestimmt die Soldaten gleich losrennen, um sich die neuen Sachen zu holen. Hier sind sie schon unterwegs, glaube ich. Huch. Da, der hat sich schon neu eingedeckt mit einer neuen Rüstung. Alter Schwede, die Witterer. Den würde ich mal verbessern. Pusht hier gleich mal ein bisschen die Attraktivität. Wobei die echt hoch ist hier, wa? 65%. Gar nicht so bad. So, aber Nahrung haben wir trotzdem genug. Und ich werde jetzt hier auf jeden Fall meinen Plan fortsetzen und ausbauen. So, wir haben jetzt 25 Bauern und jetzt haben wir noch 12 Arbeiter frei. Das heißt, die Felder sind fertig und werden jetzt schon beackert hier. Okay. Die Kühe haben jetzt natürlich ein bisschen längeren Weg hierher zu ihrer Weide, aber es passt schon. So, und irgendwo ärgert mich hier schon wieder so ein scheiß Raubtier. Hier unten. Hier ist auch schon wieder ein Zaun kaputt. Macht der Bär das kaputt? So.
Wie weit sind denn die Leute hier? Sieht doch ganz gut aus. So, wir brauchen dann natürlich noch massiv Holz. Sieht natürlich jetzt nicht so gut aus. So, der ist krank. Ja, da denn. Lungenentzündung. Oh oh. Dann geh mal schnell zum Doc. Und ist der jetzt gestorben? Noch läuft er. Ach, die Typhuskranken. Oh, mit 3 Jahre alt. Oh je. Wir brauchen eine Apotheke, glaube ich. Ich kann den Jäger mal verbessern. Was haltet ihr davon? Ist ganz gut, glaube ich, oder? Kommt zwar jetzt gerade sowieso schon nicht hinterher mit dem Bauen, aber egal. Holz. Ich muss das Holzproblem lösen. Also hier sind eigentlich nur einige Bäume an. Aber die können auch ruhig hier das alles mal wegmachen. Dann geht es nächsten Winter hier erstmal ab und dann wird hier große Bäume gefällt. So, ich glaube, ich werde noch eine Räucherei bauen. Weil durch die Viehstelle habe ich so viel Fleisch. Damit das schneller verarbeitet wird. Und die passt sehr schön hier hin. So, wir haben schon 4 Armbrüste hergestellt letztes Jahr. Cool. Oder dieses Jahr, was er sagt. Ich könnte den Handelsposten ausbauen. Aber ich glaube, da warte ich noch kurz. So, Leute. Ich habe jetzt die letzten Häuser gesetzt. Hier habe ich ein bisschen den Friedhof schon eingebaut. Auch Häuser rangesetzt. Einen Weg lang noch. Die Reihe ist komplett voll gemacht. Und jetzt ist der ganze Kreis ausgenutzt. Ich könnte theoretisch hier noch welche hinstellen. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon genug, dass ich die 300 habe. So, haben wir auf jeden Fall ordentlich Platz jetzt für Leute. Und hier ist das Gute, wenn die hier bauen, dann wird noch ein bisschen Holz gefarmt. Weil die ja erstmal alles abfällen müssen. So, wenn die Häuser stehen, dann gucke ich mal hier, dass wir hier noch ein bisschen Deko lang machen. Und dann können wir eigentlich schon die Mauer anfangen. Ja, denke, passt so. So, guck mal hier, 299. Und die sind noch nicht fertig. Also reicht das jetzt auf jeden Fall für die Stufe 3. 4. 4 schon, nicht 3. So, dann brauchen wir aber 25 große Häuser. Und das verbesserte Handelszentrum, gehe ich mal von aus, steht hier noch. Okay. Gut, das ist kein Problem. Die Statue ist fertig. Okay, hier muss natürlich noch ein bisschen Deko ringsherum gemacht werden, dann, damit die besser zur Geltung kommt. Fleißig am Holz holen, weil ich brauche Holz. Wo sind die denn alle? Ah, tödliche Kälte, na super. Das ist natürlich immer doof, ne? Im Winter, wenn man die ganzen Leute frei hat, dann kommt das.
So, dann gehen sie jetzt erstmal alle in ihre Häuser. Und jetzt brennt auch noch. Da ist auf jeden Fall ordentlich warm jetzt hier drin in der Hütte. So, ein bisschen ist noch Zeit. Los, hackt hier noch ein paar Bäume. Erzen, ja, das wurde mir auch in den Kommentaren schon. Ja, ich habe ganz wenig Teig. Ich hoffe, das gibt sich jetzt mit den Viehstellen hier, aber ist immer noch nichts da. Ja, mal gucken. Ja, der würde Teig verkaufen. Okay, ich kaufe mal ein bisschen was, war kann ja nicht schaden. So, komm, alles. Dann haben wir da erstmal ein bisschen Reserve. Also Holz wird nicht mehr. Ich glaube, ich baue doch mal so ein Arbeitercamp. Aber da können wir ja dann auch eigentlich den Arbeitskreis immer verändern. Was mir noch eingefallen ist, weil ich noch gar nicht habe. Wohnraum. Temporäre Unterkunft werde ich mal auch noch hier hinstellen. Da ja jetzt hier doch schon einige Sachen sind. Macht das, glaube ich, Sinn, wenn hier so eine Unterkunft ist. Muss mal gucken, wie ich die am besten hinstelle. Ich stehe so auf dem Berg. Ich würde hier gleich mal zwei hier hinstellen. So, das Arbeitercamp ist fertig. Ich habe jetzt mal 5 zu 1, 5 Holz, 1 Stein. Das Verhältnis. Und die kann man auch einstellen, nur große Bäume, okay. Den Arbeiterkreis habe ich dann aber hier hinten hingemacht, dass die erstmal hier farmen. Und hier sollen die überschüssigen Leute erstmal farmen. So, okay, wie ist hier? Und hier müssen wir dann den Buchweizen unterkriegen. Und hier habe ich ja noch ein Feld. Was fertig ist. Oh, cool. Oh ne, Plünderer. Okay, Moment. Ich will erstmal noch hier Unkraut rein. Zack. Hier nochmal Unkraut. So, von wo kommen die dann? War ja klar, dass welche kommen, wa? Wo sind die? Von hier oben kommen die. Okay, dann wird es wirklich Zeit, dass ich das hier alles ein bisschen besser schütze. Oh Gott, die gehen alle auf den Turm. Und ich habe die Armee hier stehen, wo gar keine Sau ist. Oh shit. Aber die ziehen sich jetzt schon zurück. So, ich habe jetzt glaube ich alles repariert oder zumindest einen Auftrag gegeben zu reparieren, was kaputt gegangen ist. So, den Marktplatz will ich mal Priorität machen. Dass der repariert wird. Ah, dass der Marktplatz draufgegangen ist, natürlich teuer, aber. So, hier ist natürlich jetzt die Attraktivität im Arsch, weil der Marktplatz nicht da ist. Okay, das passiert nicht nochmal, weil ich gleich wirklich die Mauer anfange. So, jetzt haben wir Schwimmbad ein bisschen. Brennholz wird nämlich knapp. Der ist hier voll besetzt und Holz ist auch relativ knapp. Ich hoffe, die können heute hier ein bisschen den Wagen noch reinmachen. Ein bisschen mehr Holz hacken im Winter. Nicht, dass hier wieder tödliche Kälte ist. Dass wir da mal ein bisschen Vorrat haben. Das Camp arbeitet der jetzt hier schon. So, die Unterkunft ist auch ready. So, hier ist noch markiert. Ich will jetzt noch ein bisschen mehr Bäume. Ich werde wahrscheinlich mal hier ein bisschen was machen. Das ist nicht so weit weg. So viel zum Thema. Wieder tödliche Kälte. Und wieder kein Holz. Okay, wir haben jetzt schon 250 Leute und Nahrung sieht immer noch gut aus. Krass. Ich habe jetzt auch übrigens hier zwei Leute reingesetzt überall. In die Marktplätze. Mal gucken, was das bewirkt.
Vielleicht eine bessere Versorgung. So, und dann gehen wir jetzt im nächsten Jahr die Mauer an, auf jeden Fall. Und noch ein paar Wachtürme. So, und 63, 64 Leute sollten jetzt eigentlich Holz hacken. So, okay, 700 Holz. Ja, die Felder habe ich jetzt auch schon fertig eingestellt. Also hier wird nochmal Unkraut dieser gemacht und dann wird der erste Weizen schon angebaut. Und dann Bohnen und dann da Roggen und hier ist auch fertig. Hier wird jetzt Roggen gemacht. Das heißt, wir bekommen jetzt ordentlich Körner. Das heißt auch, wir müssen eine Mühle bauen. Zack, die stellen wir idealerweise hier in der Nähe hin. Ist ja schade, dass die hier nicht hingeht. Wird das angepasst bekommen, dass die hier hingeht? Ich probiere es mal. Ansonsten stellen wir die hier drüben irgendwo hin und dann brauchen wir noch eine Bäckerei. Die natürlich hier irgendwo hin. Oh, die passieren den schmalen Spalt. Cool. Okay, dann setzen wir die da hin. So, und da setze ich hier an am besten. Ich glaube, den Jäger lasse ich außerhalb. Wird hier einfach mal genau rumbauen. Und ein bisschen Platz lassen, dass wir die Türme hinbekommen. Die Goldmine hier hinten ist leer. Wird jetzt abgebaut und die nächste kommt jetzt hier hin. Gar nicht so weit weg. Mal hier einen schönen Weg lang in die Stadt. So, ja, die Mauer ist am Bauen. Jetzt werde ich mal neu überlegen. Wachtürme. Denk mal auf die Ecken auf jeden Fall. Hier einer hin. Vielleicht hier zwischen noch einer, dann wieder auf die Ecke. Also ich werde einige, glaube ich, hier lang stellen. Kommen ja auch immer, glaube ich, von hier oben. Oder halt von hier. Deswegen ist ganz gut, wenn hier noch ein Turm steht. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich werde auch gleich hier noch einen Turm hinstellen. Und da gehen dann halt auch nochmal ein paar Leute jetzt drauf. Wir haben jetzt zwar 42 oder 41 Puffer. Aber pro Turm zwei Leute, wenn ich die ausbaue. Mal gucken. So, ich stelle jetzt hier mal 20 Leute, die bauen ein. Wir haben ja genug da, dass die Mauer hier jetzt fertig wird langsam. So, und wir müssten ja jetzt das erste Brot schon haben, oder? Ja, 83. Getreide haben wir ordentlich da. Und Mehl haben wir auch schon ganz schön gut da. Super. Dann sollten jetzt auch die Viehställe hoffentlich genug Essen immer haben, wenn wir Getreide da haben. Es kann doch sein, dass ich ein bisschen zu viel Getreide anbaue. Muss man mal beobachten. Wobei hier ist nächstes Jahr nichts. Hier ist nächstes Jahr auch nichts. Ich glaube, das ändere ich mal. Tausche ich hier. Mal hier Roggen und hier Bohnen. Das macht, glaube ich, Sinn. Bin hier gerade am Verbessern und oh, guck mal hier, 57 Plünderer.
Oh Gott. So, kommen die alle von hier unten? Gehen ja jetzt natürlich hier bestimmt auf meine Anbausachen hier rauf. Wo gehen sie rauf? Auf die Rüstungsschmiede natürlich. Aber das sind keine 57. Oh ja, von hier kommen sie auch. Und wieder auf den Marktplatz, die Schweine. Der ist noch ungeschützt. Und ein Bär rennt hier auch noch rum. Ah, der greift die Plünderer an. Richtig so. Ums. Geh auf sie. Okay, die kommen aber alle, glaube ich, wieder hier von hier oben, die meisten. Kann ja mal die Armee hinschicken. Los, auf. Oh Gott, hier richten die richtig massiven Schaden an, ey. Los, rauf da, nicht stehen bleiben. Und der nächste Marktplatz down. Ach du Kacke. Guckt euch das hier an, ey. Dorf wurde geplündert. Na, Foto machen hier, ey. So, hier ist der große Schwung, aber geplündert haben sie nichts. Nur sehr viel kaputt gemacht. Okay, die Marktplätze stehen wieder. Die Häuser auch, dann können wir hier weiter. Ich glaube, ich setze auch schon mal die Wachtürme jetzt so langsam. Oder, nee, warte, das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich nehme jetzt schon wieder eine ganze Weile auf. Also, nächste Folge, auf jeden Fall Mauer fertigstellen, Wachtürme bauen. Und dann hoffe ich, dass wir die Stufe 4 schon erreichen. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Uns fehlen halt noch 10 große Häuser, aber ich denke, das kriegen wir hin. Und das Handelszentrum, das Ausgebaute. Aber das wird nicht so schwierig sein, glaube ich. Der Grundstein ist schon mal gelegt dafür. Hier würde ich dann noch ein bisschen dekorieren und hier ist ja ein ganz cooler Platz entstanden. Mal gucken, die Häuser hier ringsrum müssen auf jeden Fall eine ganz gute Attraktivität haben. So. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und gerne ein Like da lassen natürlich und Abo. Und dann geht's nächstes Mal weiter hier. Und mal sehen, wie groß die Wellen noch werden. Wird wahrscheinlich dann noch schon bald die erste Belagerung kommen. Die hatte ich jetzt schon auf einem Spielstand auch erlebt. Und ja, bis dahin müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen sichern hier. Und auf jeden Fall auch dann die Kaserne voll machen. Ich glaube, Leute haben wir dann langsam genug. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.